Die Menschen auf den Philippinen schlafen schon. Es ist die Nacht vom 16. auf den 17. Dezember 2011. Da verlässt der Tropensturm Washi die bekannte Spur der Taifune und fegt über die südliche Insel Mindanao hinweg. Die Menschen werden überrascht von riesigen Wassermassen, die herabstürzen vom Himmel, aber auch von einer gewaltigen Sturmflut, die in ihre Städte hineinrollt. Inzwischen haben wir 3 Monate auf den Tag genau hinter uns und heute begrüße ich einen der Helfer, der jetzt erst gerade aus diesem Einsatzgebiet zurückkommt. Es ist Rainer Vollstedt, ein Ingenieur. Recht schön willkommen, Herr Vollstedt. Danke. Erzählen Sie uns, wo waren Sie denn genau? Ja, ich war südlich von Manila im Einsatz und von da aus ging es nach Mindanao. Und Mindanao war ja eine der Städte, die betroffen waren, stark betroffen waren, ja, oder der Inseln. Richtig. Mindanao als Insel im nordwestlichen Teil wurde speziell betroffen von diesem Tropensturm. Und da waren es eben die Städte Cagayan de Oro oder Iligan. Wo kam die Maschine denn dann in den Einsatz? Am Anfang dachten wir nach Cagayan. Aber es wurde dann von den Hilfsorganisationen, speziell in dem Fall von UNICEF, in Erfahrung gebracht, dass ein besserer Standort Iligan wäre, weil dort noch größere Not war, weil die Hilfsangebote dort später eingegangen sind und die Leute dort eben furchtbar an Wassernot litten. Und so Iligan ist aber auch eine an sich große Stadt und ist ja auch wohl eine Stadt, die direkt Zugang hat zum Meer. Ja, sie liegt direkt am Meer. Mhm. Allerdings ohne Hafen in dem Sinne, ja. Ohne größeren Hafen. Und es sind dort Bereiche, wo Flüsse in die Stadt reingehen. Und das war das Gefährliche. Mhm. Es regnete, von den Bergen kam das Wasser, vom Meer kam das Wasser, über die Flüsse kam das Wasser. Es sind dort Brücken in der Stadt, ca. 6 Meter, 7 Meter über dem Flussspiegel, die überspült waren. Das heißt, man muss rechnen, dass diese Flutwelle dann doch 10 Meter hoch gewesen. Teilweise 8 Meter, 10 Meter, je nachdem, wie breit der Fluss war. Und alles, was nicht fest war, kam angeschwommen, den Berg hinunter mit der Welle. Häuser verschwanden. Und das Schlimme ist, weil das in der Nacht kam, dass plötzlich Familien auseinandergerissen wurden. Ja. Kinder verschwunden, sind verschwunden, Eltern sind verschwunden. Also es war eine furchtbare Zeit, weil es war auch niemand in dem Sinne vorgewarnt. Jetzt hört man ja immer wieder, dass gerade Menschen in diesen prekären Lagen ihre Häuser oder Hütten hinbauen, die aus benachteiligten Bevölkerungsschichten kommen. War das dort auch so, dass es nun gerade eben die verletzlichsten Menschengruppen getroffen hat, die von der Überschwemmung so heimgesucht wurden? Man kann schon so sagen. Und auf der anderen Seite, wir kommen hin und sagen, wie kann man am Flussufer bauen? Mhm. Weil die Frage ist, wo haben die Leute Platz? Wo können sie bauen, wenn sie kein Geld haben? Das sind aber wenige. Aber bei dieser Flut hat es nicht nur diese erwischt, sondern auch weiter im Landesinneren. Es sind Neubaugebiete erreicht worden, kleine Siedlungen, total zerstört in der Nähe vom Meer. In dem Fall ist es gut, wenn man in so eine Situation kommt und auf Partnern oder mit Partnern zusammenarbeiten kann. In dem Fall war es unter anderem UNICEF, die vorbereitend dort schon wirkten, die also wussten, wo wird was benötigt. Mhm. UNICEF wiederum hat auch zusammengearbeitet mit der örtlichen Wasserversorgung, mit den Stadtwerken. Mhm. In diese Situation sind Sie nun mit der Maschine, mit der Trinkwasseraufbereitungsanlage reingekommen. Ich denke mir, Sie brauchen ja auch eine Infrastruktur, Sie brauchen die Voraussetzungen wie Strom etc. Hat das geklappt? Wie geht das? Und welche Arbeit konnten Sie da nun auch sinnvoll tun? Erst haben wir mal Assessments gemacht, also wo müssen wir Wasser hinbringen? Wo sind Camps? Wie kommen wir dahin? Wie sind die Straßen? Okay. Was können wir dort beliefern? Weil es ist auch wichtig, dass man eine schnelle Entnahme vom Tank hat, dass der Tank nicht so lange steht. Genau. Weil wir wollen ja viel Wasser verteilen und nicht einen Tank sehr lange stehen haben. Und so mussten erstmal die verschiedenen Standorte geprüft werden, die Fahrtrouten geprüft werden. So, und nachdem das dann erstmal grundsätzlich festgelegt war, dann haben wir unsere Befüllung des Tanks
festgelegt, ja, und auch überlegt, wie noch Verteilungen extra stattfinden könnten, also außer dem Tank, dass wir beispielsweise mit einem zweiten Tankwagen organisieren, dass eine örtliche Verteilung, wo die Leute selbst kommen mit Jerrycans, also mit Kanistern und entleeren, so wurde. Mhm. Wurden also verschiedene Möglichkeiten überprüft und dann erfolgte die Verteilung mittels des Tankwagens. Wasser ist ja wirklich immer das Allerwichtigste, um das Leben zu erhalten, auch die hygienischen Zustände in der Kontrolle zu halten. Gab es da spezifische Probleme eigentlich nach so einer Katastrophe? Es läuft ja nicht so planmäßig. Es läuft ja nicht so, dass man sagt, so jetzt bilde ich das und jetzt baue ich das und jetzt kommt das Zelt, sondern zuerst sind erstmal die Leute da, wo man nicht weiß, wohin, und dann wird ein Zelt gestellt und jetzt merkt man, oh, die müssen ja auch auf Toilette. Erste Hilfe erstmal, Und dann ist auch die Kultur sehr verschieden. Manche haben andere Orte aufgesucht und andere Ansprüche, sodass man das alles erstmal unter einen Hut bringen muss und auch mit unseren Normen und Vorstellungen irgendwie übereinkommt. Mhm. Aber jetzt sind Sie hier. Arbeitet denn diese Trinkwasseraufbereitungsanlage auch ohne Sie weiter? Ja, also es war ja unter anderem dann auch eine Aufgabe von eine Aufgabe für mich, ein Team zu bilden, das die Anlage betreut. Also wenn Reparaturen oder Wartungen waren, waren die Leute dabei, dass sie wussten, was ist zu tun, wie ist es zu tun, wie ist die Tour zu organisieren, was muss mindestens am Tag geleistet werden von der Anlage und von den Leuten. So, und nachdem das dann alles klar war, dann arbeiten die Leute alleine und so erfolgt die Wasserverteilung weiter, und ich denke auch, dass die Leistung der Maschine so groß ist, dass auch die Leistung der Leute entsprechend angespornt wird. Das wollen wir hoffen für die Menschen, die dort immer noch auf diese Hilfe angewiesen sind. Wir denken bestimmt gar nicht mehr bewusst zurück an diesen Tornado, an diese furchtbare Katastrophe. Die meisten von uns haben sie vergessen. Hilfsorganisationen sind oft länger vor Ort, als wir glauben und als wir wissen. 3 Monate nach dem Ereignis kehrt ein Helfer zurück. Ich denke, das ist aller Achtung und allen Respektes wert. Herzlichen Dank für diese Arbeit und auch für den Einblick, den wir hier gewinnen könnten. Danke sehr. Herr Vollstedt, alles Gute. Danke.